Herzlich willkommen. Ich habe jetzt mal wieder das Ohr mit den verschiedenen Einzeichnungen. Sie haben bestimmt ja gehört, der Embryo im Ohr. Wie kommt der Embryo ins Ohr? Ich lasse meinen Patienten Kopfstand machen. Das heißt, das Ohr dreht sich sozusagen um. Und wenn, Sie können mich jetzt nicht in der Totalen sehen, aber im Kurs würde ich jetzt mich hier so hinstellen, dann können Sie sehen, das Ohrläppchen repräsentiert meinen Schädel, den Kopfbereich. Die Wirbelsäule wird repräsentiert genau durch die Umschlagfalte. Ja? Das heißt, wir haben die knöcherne Wirbelsäule. Die knöcherne Wirbelsäule ist genau hier abgebildet. Ich schreibe mal WK für Wirbelsäule knöchern. Ja, an diesem Ohr wäre das hier und an diesem Ohr vom Querschnitt wäre das da. Ja, das ist praktisch die Abbildung der knöchernen Wirbelsäule, die ich da habe. Und dementsprechend sind meine inneren Organe, also der Bereich Abdomen und Thorax, in der Concha abgebildet. Ja, und natürlich das Ohr ist so rum anatomisch. Das heißt kranial oben, kaudal unten. Wenn ich aber über das Modell des Embryos spreche, dann habe ich die Herausforderung kranial oben, kaudal unten. Also sprich, ich habe das ganze Spiel einmal umgedreht. Ich muss mir also immer klar machen, rede ich jetzt über anatomisch das Ohr oder rede ich jetzt über die Abbildung des Embryos, mit der ich da arbeite. Sie sehen hier drin, Mund-Schlund-Bereich, der Magen schwingt sich praktisch hier rum. Die Helixwurzel wird als Zwerchfell interpretiert, das heißt, wir haben die Teilung der Leibeshöhlen. Die Thorakale, die obere Leibeshöhle, ist in der Concha inferior, die aber jetzt natürlich oben ist, also in der unteren Ohrmuschel. Hier sehen Sie Herz und Lunge und wir haben den ganzen Abdomenbereich, Verdauung hier unten. Das ist für unsere Wellness-Akupunktur, die wir jetzt machen wollen, nicht relevant und nicht aussagekräftig. Also brauchen wir gerade nicht. Was wir vor allem brauchen, ist die Abbildung der Wirbelsäule, wo wir uns gleich nach der Pause mit beschäftigen werden. Aber noch ganz gut sichtbar ist im Bereich der Scapha, Fossa triangularis, ist die untere Extremität. Da ist Becken, Hüfte, Bein und so weiter abgebildet. Und die obere Extremität haben wir im Bereich der Scapha, also sprich meine Extremitäten, meine Muskulatur ist im Bereich der Scapha abgebildet, im Querschnitt sozusagen des Ohres. Und das Ohrläppchen, ja, haben wir den Kopfbereich, hier haben wir Auge zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die sind für uns im Moment relativ irrelevant, aber so haben Sie es schon mal gehört.